So, hi, willkommen. Wir sehen nur eine Aufgabe zum Umhandler finde Toleranz vor ein Krimpe Verbindelse da. Da drängen wir nun materielle oder geometrische Informationen da. So, wir haben Achsel, zum haben einen Diameter 60 mm und den Skalenoberführer 3 Moment til ein Nav. Nav hat eine Länge von 55 mm, ein Sturdiameter, so ytre Diameter 100 mm und Borehülldiameter 60 mm. Effekt zum Skalenoberführer 10 Kilowatt, Hoss 50 und Traininger per Minute. Achsel, also Nav-Toleranzskala wäre Hoss 5, Oberflatequalität auf Achsel Tomü, auf Nav 3,2 µ. Friktionskoeffizient statisch 0,1 SÜV. So, Aufgabestellung finden passende Standardtoleranz in Toleranzgruppe 6 für Achseln. Ja, das dort also beschrieben sie, wo dann kannst du üben. Und da haben wir da diese Punkt, die wir erstatten mit Buchstaben. Wie sie pro grafische Repräsentation daher walgt. For example R6, da habe ich 6, die hohe Süf R6. Ja, und das sehen wir pro Schilde, so man kann Pückes vor O definiere Toleranz Dörrelzer, der Pferd.com. Da findet es ein Bereinigungswerkzeug zum Libera Passingsdörrelzer da, so dass dort der Calculate Fit Toleranz Calculator so schafft. Ja, da habe ich R6, ja, dass du halt so wie Dränger der. Ja. So, dass du habe ich hohe Süf zum Nav, so habe ich Toleranz 12 µm, habe ich R6, da habe ich maximal 60,06 µm, oder 6 oder 19 µm mindere. Ja, und da kann wir rein Störzen auf B mit um diese to Tuntepunkte der. A1 5 mm, A2 0,5 mm und B bleibt 60 minus 0,5 minus 15. Da habe ich 35,5 mm geometrisch Abstand B. Ja. So, das sehen wir pro Moment, oder wir sehen pro Effekt zum Skalenoberführer, 10 Kilowatt, hast 50 Umdrehungen per Minute. Das vor wie so eine Frequenz 0,833 per Sekunde. Mü habe ich gesagt 0,1 Süf. X1 in Relation mit dem inneren Diameter und ytteren Diameter auf Achseln. Da habe ich 0 für die Achseln Stahl. Ja, X2 60 delt pro 100. Ja, für die ytterste Diameter auf Nav 100. Hülldiameter 60, 60 delt pro 100 0,6. Achseln habe ein Rundmaterial. Da habe ich Hülse. Dafür bleibt X1. So in Relation mit dem ytre und innere Diameter, dem der 0. Der lettere oder reine Force. Da Poire sieht, da wies ja Nav-Dimensionen da. Ja, ytre Diameter 100, innere 60. So, wie will man aufhören? Moment. Mit der auf den Krümpe verbindet sind, dann natürlich wie Job ja mit Flatedrück und Friktionsteil. Ja, und das kriege ich. Wo du dir Moment in Verbindung mit Flate drück. Und da wies, dass du Flate drück, Gange et Areal, Areal der Umfang, Gange Längte auf hele Hülsen, Gange in Hebearm, ja, Gange in Friktionsteil, so wie eine Normalkraft und mit Hilfe auf Friktionskoeffizient kann man überführen, Brückdel auf Normalkraft zum Moment, oder Kraft zum dann Moment der. So, da komme ich eventuell vor nächste Seite der. Davor wie Moment mit Hilfe auf Effekt O. Winkelhastigkeit,
dass du Effekt, Delt pro Winkelhastigkeit, davor wie so Moment zum Skal über Föhres, mit diesen Parametern, wie hervor, Drehtüsen 800 Newtonmeter. So, nur bei einer wie nötig, wenn die Flate drückt, vor Ort Moment, Skal über Föhres, ja, der Littenpeter, da habe ich den Liegling der. Und davor wir zum Flate drücken, zum Mo Leveres, fra geometrisch physikalische Bedingungen, in Kombination der Schüe 6,5 Newton per Quadratmillimeter. Da. So, nicht wenn die Flate drückt, vor Oberföhre, unser Moment, Schüe 6,5 Newton per Quadratmillimeter, was dringend Material vor Oliveres, unser Normalkraft da. Ja, was schlagst du Material? Ja, fängt auf Material, Stiefheit, E-Modul und so weiter. Da habe ich den Liegling zum Definierer mit Hilfe auf Flate drückt, wo es du Diameterdifferenz immer wäre, hat Flate drückt, es kann wäre Resultat auf Art wie Motere zusammen. Ja, da haben wir den Liegling, x1 r0 von dem Rundmaterial. Ja, ich in Hülse, wir haben x2, sagen wir 0,6, wir haben E-Modul, 2,1 gange Tier heute Femte und wir haben P, 6,5 Newton per Quadratmillimeter und Diameter 60 mm. Davor wie Delta D, ideale Tilständer, so wie Dränge, der er 3,6 μm. Ja, das gräbt geometrisch Overlap, man wäre nominell, ja, so wie es ist nachher um Tal, ja, nominell 3,6 μm. Ja, so, weiter wird wie nur um Real-World-Bedingungen, also war er Oberflaten, ja, zum also Bitratil hat wie kann ich andere geometrische Umrohre, so wie Tengdos oder geometrische Händelse, ja, und da teilen ja da, wenn es die Achslingen mit Oberflate rühet, to Mühmeter, da, ob heure sieht, da teilen ja Hülse mit Oberflate rühet 3,2 Mühmeter und diese Oberflatterrühete, die führen ja till Ponmorte ein Schlags, ja, wir pressen zusammen, so hat deine geometrische Presse für uns groß, ob die Lit Min drin, immer wieder hin sind. So, A1 5 μ, A2 9,5 μ, der geometrische Information um Passing der voroverführe Momente. Ja, habe ich Kraft zur Störung auf B. B mal wäre Störe Delta D plus Root A1 auf heute andere plus A2 auf heute andere plus 2 gange HA und HN. Fürste Delen er ein ideal geometrische Physik, physikalische Realität. Ja, der Delta D wie Dränger. Ja, andere Delen in Statistik, so wie es Advia Afwig fra ideale geometrische Mall-Settlinge da und dritte Teilen er real also Realgeometrie der so ein Komma von Oberflate die bestimmen wo du B mal wäre so der Teil alle numerisch gewidiert wie hat er ja davon Informationen zu sehen so du mal B wäre ja davon wir zum Resultat 51,7 μ. Ja, dann mal sehen, welche Toleranz wäre eigentlich denn Störze. So, Önskritt B, Störe in 51,7 mm, ja, habe ich Hosyf R6, ja, der wäre wie bare 35,5 umtrennt nominell. So, welche wie 6 die Hosyf T6 zum Levera, dann kann ich sehen, po Netzide der T6, da war 60,066 till 60,085. Mühmeter. Ja, und da teilen wir da hier eine geometrische Repräsentanz, wo dann sehen wir mit T6. Da habe ich die 6, die 6 und da habe ich auch die 5. Und da, ja, davor wieder, noch wieder eine Ut, wo es doppelt der B. Ja, davor wieder B, auch die 5 μ minus Nitten del Porto μ minus 3 wird den Porto μ. Ja, davor wäre die 60,5 μ. Ja, denn der Störer in 51,5, so wie hat der Önskritt. Ja, so wie da deine Toleranzen 6 die Hosyf T6.
In nächster Umgang muss ich checken, ob Materialien tolle Spänningen zum Obstdorn noch wie montieren. Kontrolliere Spänningen nach vor Achsel. Dies wäre Hassan Materialflüttegrenzen, habe ich weicht 355 Newton per Quadratmillimeter. So, wir hatten B rein düt 60,5, da war real. Ja. Da vor wir zum Resultat hat Delta D Max hier B plus diese AFWIC A1 A2 ja, minus Toleranz zum Komma fra Oberflatte rührt auf diese Dälen der. Vor wir 67,9 mm. So, D war 6, die E-Modul 2,1 gange Tier heute 5, die XR 0, X2 0,6, Zwergkontraktionszahl Stall 0,3. Dann südlich hat störste Flatedrück, dann südlich störste Flatedrück, riviniert der, dann liegt der, das dort die Max, ja, und das dort Resten auf liegt der, zum innebärer E-Modul, Diameterrelation und Zwergkontraktionszahl. So, wie ist die Reihe der Üt? Da, davor wie zum, zum Delta P Max. Das störste Flate drückt er. Mit alle Parameter, wie hatte der. Der Pliertil, bis er reinträgt, die nicht die 3,1 Newton per Quadratmillimeter. So, das sehen wir pro. Sind sühn die störste Jämpfungsspanning. Da sehen wir pro Ütterring, intre Radius. Ja, da habe ich fort ein Leaking zum Definierer Dennis Störrelsen. Das kriegen wir da. Sigma Jämpfung, da P max del pro 1 plus x turb heute andere Root 3 plus x turb heute vierte. Da habe ich 255,3 Newton per Quadratmillimeter. So, intre Ring, da habe ich zum Jämpfungsspanning Drück. Minus P Max, minus nicht 3,1, der ja Drückspanninger da. So, das sammeln wie Jämpfung Spanning mit Tillet Spanning, 255,3 Newton per Quadratmillimeter Jämpfung Spanning, denn er mindere Tillet Spanning 355 Newton per Quadratmillimeter.